Hallo, hallo Freunde chinesischer Eingabegeräte. Ich hab mal wieder was von der Jellycomp. Und zwar, da steht's ja, Wireless Rechargeable Keyboard und Maus Combo. Funktioniert offensichtlich mit PC, Laptop. Rechtschreibfehler for the win. Erstmal klein geschrieben und dann Laptop. Oder es gibt Laptops und es sind Geräte, die mir noch gar nicht bekannt sind. Sollte ich vielleicht nachher mal googeln. Laptop. Ja, aber offensichtlich auch mit Mac. Wunderbar. QWERTY, ja, das ist nicht so gut, weil wir eigentlich QWERTY haben. Maus, Plug and Play und Recharger. Das mit dem Recharger, das ist eigentlich cool. Deshalb habe ich das Ganze mir auch anschauen wollen, denn normalerweise mag ich kabellose Maus und Tastaturen nicht, weil man ständig die A6-Batterien einlegen muss. Und gerade wenn man bei einer LAN-Session ist und dann kackt das alles ab. Man hat natürlich keine dabei, das ist ziemlich mies. Aber hier aufladbar, das ist ganz fantastisch. Kostenpunkt 30 Euro gibt es bei Amazon. Also, als eine Maustastatur natürlich relativ günstig. Hier, man sieht es ja schon an der Größe der Verpackung, dass es relativ klein ist. Deshalb auch ein Grund, warum ich das genommen habe. Denn, ja, ihr seht mal so meine Technik. Also die Tastatur und auch meine Tastatur, mit der ich zocke, das sind immer alles sehr kleine. Ich stehe nämlich auf diese ganzen kompakten Sachen. Und das hier, sehen wir, das ist wirklich ultra kompakt. Finde ich ganz fantastisch. Meine Güte, ist ganz schön schwer. Ja, hat ganz schön Gewicht. Ja, schauen wir uns gleich aus der Nähe an. Scheint hier eine Metallrückseite zu haben. Hier die Maus, mittlere Größe. Und natürlich ganz wichtig, ein USB-Kabel, Micro-USB. Ja, müssen das Ganze auch wieder aufladen können. Ich hoffe, es hat eine Grundladung. Okay, Korrektur. Und die, offensichtlich ist die Tastatur tatsächlich aufladbar. Hier haben wir eine kleine Kontroll-LED, die auch bereits leuchtet. Und hier oben ist der USB-Anschluss. Ne? Für das Kabel, was wir dazu bekommen haben bei der Maus, sieht das Ganze auch ein bisschen anders aus. Da können wir auf der Rückseite hier nämlich eine kleine Klappe aufmachen. Und da befindet sich A, das fand ich irgendwie voll Party, hier der kleine USB-Empfänger so drinne. Und B sehen wir ein Batteriefach. Dafür brauchen wir die bekannten AAA-Batterien. Gibt es in jedem Supermarkt. Trotzdem hätte ich es besser gefunden, wenn auch die aufladbar wäre. Aber gut, in dem Fall bräuchten wir zwei USB-Kabel, noch zwei Anschlüsse. Geht ja nicht anders. Also legen wir hier die Batterie rein, sollten allerdings wirklich eine Weile halten und machen das wieder zu und schalten die Maus an. So, was können wir bisher denn schon sagen? Es ist natürlich eine optische Maus, weil nämlich Google-Mäuse nicht mehr produziert werden und die meisten von euch wahrscheinlich gerade wissen, was Google-Mäuse sind. Aber ein feines Stück alte Technologie. Oh, die DPI, wir können die Auflösung einstellen. Du. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Also, ich denke mal, eins dürfte klar sein. Das sieht hier ganz stylisch aus. Okay, die Tastatur ebenfalls. Aber das ist hier natürlich keine Gamer-Ausrüstung. Wer hier für 30 Euro eine Gamer-Tastatur, eine Gamer-Maus erwartet, der hat einen Dachschaden. Das ist hier eigentlich wirklich nur zum Bedienen von Windows und Arbeiten geeignet. Die Maus selber, ja, die ist okay. Das Mausrad, das lässt sich nicht stufenlos, sondern das Gegenteil davon halt bewegen. Gestuft. Ich weiß gar nicht, was das Gegenteil von stufenlos eigentlich ist. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Und hier eben der kleine Button, um die Auflösung zu verändern. Ja, und ein On-Off-Schalter natürlich. Hier ist der kleine Sensor. Ein bisschen Füße. Alles eben Standard. Hat sogar einen Namen. Das ist eine MW156. Wow. Wow, in der Standard aus. Nee, Executive ist auch eigentlich auch egal. Natürlich Made in China. Ja, eine kleine. Was heißt eine kleine? Es ist von der Größe her ja eine mittlere Maus. Wow, die ist übelst flach. Liegt eigentlich auch soweit ganz gut in der Hand. Die Tasten, das habe ich ja noch nie gehabt. Ich werde euch jetzt mal den Tastenklick mal kurz ans Mikrofon halten. Also, was hört man? Man hört nicht viel. Ich kann mal vergleichen jetzt zu einer ganz klassischen Maus. Hört Microsoft Maus, die auch übelst geil ist. Also, man hat es schon gemerkt, das ist irgendwie, sind da andere Dip-Schalter drunter. Das finde ich echt cool, muss ich sagen. Weil die einen oder anderen, also ich meine, wie eine Maus sich klickt, das ist ja für einen wahren Spezialisten hier am Computer natürlich ziemlich wichtig. Ja, das ist wie beim Autoliebhaber, wie sie eine Tür schließt, wie sich das anhört. Also ich muss sagen, das ist echt cool, das ist sehr, sehr dezent. Und gerade für das Arbeiten natürlich dann eine feine Sache, gerade wenn man halt sehr, sehr empfindlich ist für Nebengeräusche. Hier die Tastatur, die lässt sich auch sehr leise tippen, ja. Ist natürlich keine mechanische. Ne? Das sind auch viel zu flache Tasten, da merkt man das schon. Das ist halt hier, ich weiß nicht, wie man das System dann nennt. Tippt sich an sich ganz gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass man damit auch ganz flott schreiben kann. Zum Vergleich, das ist meine Tastatur, die ich vorher hatte, mit der habe ich auch mal gespielt. Und jetzt seht euch das mal an. Obwohl wir jetzt keine großen, kleineren Tasten haben, ja, ist doch die Tastatur nochmal deutlich kompakter. Da passt ja nochmal die Maus dahin. Das ist sozusagen hier meine
Combo für das Studio, ja, die Microsoft-Maus, die extrem verkippt ist, und natürlich eine, das ist sogar eine Markentastatur, ja, von Acer. Ja, habe ich auch sehr gerne verwendet, davon abgesehen. Aber das hier ist wirklich nochmal flacher und nochmal kompakter. Wobei die wichtigsten Tasten soweit auch groß genug sind. Ja, manchmal kann ich das auch nicht leiden. Steuerung vorhin, das ist für mich so unglaublich wichtig, dass Steuerung links unten ist und FN daneben. Denn beim Zocken, ja, wenn FN dann die äußere Taste ist, das kann ich überhaupt nicht leiden. Da kommt man ständig auf FN drauf und es passiert schlichtweg gar nichts. Ja, zum Beispiel ducken oder sowas. Nö, das geht schon in Ordnung. Hier, ich finde es super dezent. Stabilität. Deshalb mag ich eigentlich normalerweise solche Tastaturen nicht unbedingt, weil sie sich so durchbiegen. Aber ihr seht, da die Tastatur hat nicht viel Spiel nach unten, was auch daran liegt, dass wir, wenn wir uns das mal anschauen, hier eine komplette Metallrückseite haben. Ich muss sagen, im Preisbereich von 30 € ist das schon nicht schlecht. Denn hier meine Acer-Tastatur, ihr habt es ja schon gesehen. Ja. Die ist wired, das ist jetzt schon das Maximum an der Kabellänge. Und die hat eine Plastikrückseite. Ja, hier auch schön mit Gummifüßen, das haben wir hier allerdings auch. Das ist ganz, ganz wichtig, dass er verrutschungssicher ist. Aber halt ein komplettes Plastikgerät. Hier, das finde ich echt gut gemacht. Die Qualität, muss ich sagen, immer so der einzelnen technischen Geräte, die wird immer besser. Bei gleichbleibendem niedrigen Preis. Also zufriedenstellend. Was ich gut finde, ist hier das kleine Highlight hier unten, dass das hier so umgefalzt ist, das Metall. Das sieht echt nice aus. Also, was soll man sagen, insgesamt eigentlich ja, eine feine Sache. Das ist eine ganz normale Querztastatur mit deutschem Layout. Hier haben wir die Umlaute, hier haben wir Z. Wunderbar. Hier, Windows-Taste, ganz fantastisch. Hier auf der rechten Seite weggelassen, um Platz zu sparen. Das finde ich auch ganz fantastisch. Genauso diese komische, überflüssige Rechtsklick. Also, hier kann man ja das Kontextmenü aufrufen. Das finde ich, das hat noch nie ein Schwein benutzt. Das kann man mit Maus-Rechtsklick einfach machen. Das ist das Gleiche in einer Tastatur. Upstylern. Nee, die gefällt mir wirklich. Also, guckt euch die mal im Profil an. Wie mega flach die das Tastaturgehäuse an sich ist. Ja, meine zum Beispiel, ja, die hat schon ein bisschen mehr Fleisch. Meine Acer, aber hier von Jellycomp, ich muss sagen, die ist wirklich nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Mal gucken, ob ich die jemanden vermachen kann. Ist eigentlich schade drum, die wieder zu verknüppeln. Hier oben haben wir natürlich dann die Doppelbelegung, die wir mit der FN-Taste jeweils aufrufen können. Hier größer, kleiner, keine Ahnung, wie man das Symbol nennt, Strich. Ja, für Smileys ganz gut geeignet. Hier finde ich ganz in Ordnung. Die sind zwar ein bisschen kleiner als zum Beispiel hier die Pfeiltasten, aber jetzt mal im Ernst. Wer zocken will, der zockt mit WASD. Die Tasten sind ausreichend groß. Keiner zockt mehr mit den Pfeiltasten. Also die Zeiten sind wirklich vorbei, dass wir Roadrunner von links nach rechts da gesteuert haben mit den Pfeiltasten. Heute heißt es Counter-Strike und WASD. Gut, wie gesagt, also die Maus, ja, das ist jetzt nicht unbedingt eine Gamer-Maus. Dafür ist es ein bisschen zu flach. Das Ganze ist hier zum Beispiel für Notebooks ganz gut geeignet. Wenn man in der Notebooktasche nicht viel Platz hat, dann ist das hier ganz gut, dass es so flach im Profil ist, auch die Maus. Aber wir sehen von der Full-Size-Maus, was ja hier die Microsoft-Maus ist, ist die jetzt nicht deutlich kleiner. Es ist so ein bisschen Zwischengröße zwischen diesen wirklich winzigen Notebook-Mäusen, die für meine Pfoten ganz ehrlich zu klein sind, und einer Full-Size-Maus. Eben schön flach, um sie hier gut in der Tasche unterzukriegen. Finde ich alles soweit eigentlich ganz in Ordnung. Und jetzt gucke ich es mal noch an, ob das Ganze auch funktioniert. Ja, die Installation, die ist wirklich denkbar einfach. Ich habe den USB-Stick jetzt einfach hier in meinen Computer geschoben. Das ist so ein alter Dell. Und der erkennt das dann halt sofort als Eingabegerät. Ja, das connectet dann automatisch. Also die Tastatur hat automatisch connected, die Maus hat automatisch connected und es ist jetzt beides am Rechner direkt verfügbar. Sehen wir, also, was soll man sagen? Funktioniert erst rein. Da können wir jetzt hier auch die Tastatur testen. Die Maus ist echt, dass, also dieser Klick, dass er so weich ist, so geräuschlos, so sanft, das finde ich echt nicht schlecht. So, das ist alles falsch geschrieben. Oh ja, auch ganz wichtig, dass die Backspace-Taste, die muss auf jeden Fall größer sein als normale Tasten, sonst treffe ich die überhaupt nicht und das ist zum Kotzen. Das ist meine neue Tastatur. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, ist alles ein bisschen klein. Ja, viel kann man nicht sagen. Tippen, natürlich, ich würde in jedem Fall eine mechanische Tastatur vorziehen, aber die kostet natürlich bedeutend mehr. Was habe ich für meine bezahlt? Was sind die 90-100 €? Wenn man zocken will. Aber wenn man wirklich nur was zum Schreiben braucht und eine schöne, das passt hier auch optisch gut zusammen, eine schön weiß, alles schön dezent, dann ist das hier eigentlich alles ganz gut geeignet. Ich denke mal, viel mehr kann man dazu jetzt nicht sagen. Ich bin eh nicht in der Lage, hier so halb krüppel im Stehen und nicht zu schreiben. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man die halt vernünftig an den Schreibtisch dann so an seinen Arbeitsplatz integriert, dann macht es schon Spaß, damit zu arbeiten.
Preislich möchte ich das Ganze jetzt nicht bewerten, weil mir das ganze Set hier vom Verkäufer gestellt wurde, aber ich wollte es euch zumindest mal kurz vorstellen. Ich habe ja hier bisher noch nicht so viele Eingabegeräte getestet. Ich glaube, eine mechanische Tastatur oder zwei und hier eben mal was sehr günstiges. Ja, passt ja auch zu meinem Kanal. Ich habe ja meistens eher die günstigen China-Sachen. Ich bin überrascht, dass mittlerweile die Verarbeitungsqualität in den niedrigpreisigen Artikeln so gut ist. Das wird immer alles immer besser. Also jetzt nicht nur hier bei der Tastatur, sondern auch bei Smartphones und so. Das ist eine echt positive Entwicklung. Ich kann das hier soweit würde ich das Ganze positiv bewerten. Macht, was es soll. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr kompakt. Ja, seht ihr hier. Und dass man das Ganze dann hier über USB aufladen kann, das ist auch eine feine Sache. Könnte ja direkt einfach am Computer anschließen und dann geht das halt die ganze Zeit weiter. Dass die Maus hier halt nur mit Batterie funktioniert, na gut, damit muss man sich dann halt abfinden. Aber ansonsten bräuchte man auch zwei USBs. Naja, wie dem auch sei. Das soll es mal gewesen sein. Falls ihr euch für das ganze Set hier interessiert, dann findet ihr den Link zu Amazon unten in der Videobeschreibung. Das ist dann auch, glaube ich, hier alles versandt durch Amazon. Das ging auch recht schnell, wie ich das hier bekommen habe. Dann bleibt mir nur zu sagen, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren oder kommt einfach auf moschus.de und stellt sie dort im Forum. Also, bis zum nächsten Video. Ciao!